begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Sonntagmorgen, gerade aufgestanden. Und was mache ich? Sony Vegas Pro und ein Video vorbereiten für den YouTube-Channel. Ja, wir spielen Rainbow Six Siege. Und das Ganze heißt Vorstadt-Evakuierung, der Erfolg, und was wir machen müssen ist die Geisel retten. Die befindet sich irgendwo im Haus und die müssen wir suchen, natürlich überleben, die werden auf uns schießen, das ist klar. Und ist halt wieder so ein Zeitdingens, man sieht, oben läuft die Zeit und für, also ich laufe jetzt 53 Sekunden, eine Minute durch die Gegend. Noch kein Feindkontakt und ja, Türen sind zu, überall wo Türen zu sind. Wahrscheinlich werden wir hier sein, da sitzt einer. Und umso kürzer die Zeit wahrscheinlich ist, den Erfolg, die Geisel zu finden, zu evakuieren bis vor die Straße, umso mehr Sterne kriegt man. Also mit der Zeit einfach anhalten, die hätte jetzt fast gesagt, die blöde Geisel suchen und retten, dann dürfte es auch kein Problem sein. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß noch. Ciao, euer Wookie. So, da bin ich nochmal. Mittlerweile haben wir die Geisel gefunden. Ich nehme an, die sitzt hinter der Tür. Ich hoffe, ich habe sie nicht erschossen. Nein, alles gut. Ja. Die Tür ganz aufmachen, man hätte sie sprengen können, einschlagen, man kann sie einschießen. Hauptsache die Tür ist kaputt. Dann hier, der Kollege checkt das nicht.
dann die Geisel befreien, mitnehmen, safen, vors Haus bringen, am Leben lassen und dann dürfte die Sache auch gut sein. Wenn man im Vorfeld alle Geisel, was heißt alle Geiseln, alle Touristen erledigt hat, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Dann kommt da keiner mehr, aber wenn nicht, dann müsst ihr halt einfach aufpassen, dass sie, da steht noch einer, dass die Tussi nicht stirbt und dann ist eigentlich alles gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit Rainbow Six Siege. Ciao, euer Wookie.